Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oh ja, wir sind hier immer noch schön fleißig am Kochen. Unser Charakter ist sehr gut gelaunt. Er liebt es zu kochen. Ach, Bales, okay, Bales ist am Putzen, alles klar. Vielleicht machen wir ihn auch zum Butler, es könnte sein. Bales und James, es klingt fast gleich. Könnte sein, mal sehen, mal sehen. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir wissen ja schon, dass... Ja, okay, ist wieder ein bisschen dazugekommen, aber dennoch, er hat uns beleidigt. Naja, es hat mich ja nicht so... Ja, es hat mich nachdenklich gemacht, das mit dem Beleidigen. Also es war schon wirklich fies, was er gesagt hat. Also mal sehen, mal sehen. Ich hoffe, er tut das nicht noch einmal. Tja, wir werden hier auf jeden Fall erstmal schön den Boden bauen. Oder vielleicht, ich habe auch überlegt, ob wir... ja, sozusagen, ob wir hier vielleicht hier hinten eine Zone machen zum Anpflanzen. Weil hier haben wir die Wachstumsgeschwindigkeit auf 140%. Und dass wir dann einfach so mal sagen, hier so sehr großzügig sind wir mal. Sagen wir mal so. Ja, ich würde mal sagen so ungefähr. Und dann machen wir hier einfach nur Heugras hin. Mal sehen. Es dürften eigentlich... Hier, weil das sind einmal hier diese Kühe, sag ich mal. Ich glaube, ein Yak ist schon kuhähnlich. Die hatten Milch. Und die, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch Heugras, wenn wir das einfach so abernten. Weil man kann auch noch Tierfutter machen. Das kann man dann, dann kann man das Heugras, kann man sozusagen hier mit Kartoffeln, Mais, eben was man so über hat, kann man das mischen. Ich meine auch irgendwie, ob das jetzt am Feuer ist, aber später hat man noch einen elektrischen Herd oder auch einen Herd mit Feuerholz, also die sind dann auch ein bisschen schneller. Aber ja, also ich denke, Heugras sollte am Anfang vollkommen ausreichend sein. Dann werden wir hier gleich noch, wie heißt es, hier so ein kleines Hütchen bauen. Also was heißt gleich? Also wir haben den ganzen Sommer und den Herbst haben wir Zeit. Das sollte auch hier mit einer Ernte passen. Und dann packen wir das einfach hier hin. Sollte auf jeden Fall easy sein. Sollte machbar sein. Okay, also weil hier das Lager voll ist, nehmen wir hier mal die Bevorzugung wieder runter. Und weil wir hier vorne später was bauen wollen, vielleicht machen wir es auch direkt. Wir werden einfach hier eine kleine Lagerzone einrichten. Am besten einfach hier so dazwischen. Ich denke, das passt auch schon. Und dann dürfen wir hier halt eben nur das Holz ablagern. Was wir hoffentlich, also hier schlagen und dann wird das hoffentlich hier ablagern. Mal sehen, welche Rohstoffe waren das und dann gehen wir auf das Holz, genau, okay, cool. Haben wir das auch gemanagt schon mal für den nächsten Tag? Ist das ein kleines, ach nein, das ist der Waschbär, ich dachte, es wäre ein Baby von dem Muffelos. Ah ja, oh, es sind sehr viele, es sind tatsächlich 6 Stück und 4 von diesen Jagdviechern, glaube ich. Meine ein Jagd müsste, ja, die liegen hier zusammen, die haben sich sehr gerne. Vielleicht packen wir die auch. Schaffen wir das denn überhaupt? Was braucht denn ein Jack? Braucht voll viel. Bestimmt an Zähmenfähigkeit. Ach nee, 1 nur. Oh. Oh lala. Oh lala. Wir sollten uns diese Tiere auf jeden Fall besorgen. Ja. Das ist eine gute Idee. Ein Jack, wie sieht das aus? Wie viel Temperatur? Er hält sogar minus 45 aus. Ach super. Sie sind sogar besser wie so ein Muffel. Ach, eher sogar minus 55. Okay, bei der Temperatur müssen wir uns bei denen keine Sorgen machen. Super, da müssen wir versuchen, die alle zu zähmen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir... Ja, dann ist es, das ist mal echt wirklich nicht schlecht. Wie alt werden die? Mal sehen. Wo steht denn die Lebensdauer? Hatten wir doch... Ich meine, ach, da der... Da die Lebenserwartung 15, okay. Und so ein Jack, der wird... Mal sehen. Ach ne, hier oben war es irgendwo. Ach, Moment. Jetzt finde ich es nicht. Milchmenge. Warte, das ist die Produktivität. Ach hier, 22. Okay. Das Coole ist, dass die halt eben Milch geben. Ich meine, die Muffelos nicht. Ah, das ist echt gut. Super. Da müssen wir gucken. Moment, wir lassen mal die Geschwindigkeit... Ich bin überlegen, Bales hat eigentlich eh gerade nichts Wichtiges zu tun. Dann können wir das Reinigen auch mal wieder eben zurücknehmen, den Transport ebenso.
Und dann soll er sich um die Tierpflege kümmern. Ach genau, wir brauchen was zu essen für die. Ah, okay. Die Tiere werden uns nicht weglaufen. Das ist schon in Ordnung. Dann lassen wir es so, wie es vorher war. Hauptsache, wir machen hier schon mal das Feld. Und dann hier noch so vielleicht einen kleinen Stall. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Also was heißt Stall? Es soll eigentlich nur ein Raum sein, wo wir dann später das Heugras für die Tiere reinlegen. Und wir können uns auch ein wenig schicken Boden daraus machen. Es sollte eigentlich genug sein. Mal sehen, wie viel dabei rumkommt. Oh, das Ambrosia hat seine Farbe. Es ist gelber geworden. Oh ja. Oh ja, es riecht doch sehr gut. Ein wenig nach Vanille. Oh, das ist sehr lecker. Hm. 11 Tage ist schon alt. Ah, 79%. Das wird Bales bestimmt auch helfen bei seinen Schmerzen. Ihr wisst ja, ich bin Arzt. Es sollte auf jeden Fall, ich werde ihm auf jeden Fall bei der genauen Dosierung helfen, selbstverständlich. Vielleicht kann man hier diese Tiere ja auch zähmen, ein Steinbock. Könnte ich mir vorstellen, dass ein Steinbock auch ein mächtiger Kämpfer ist. Okay, Stufe 5 muss man sein. Ich denke, als erstes werden wir versuchen, an diese ganzen Yaks zu kommen. Boah, wenn wir die haben, super, weil die machen Milch. Oh, das wird super. Das wäre echt cool. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt aus Milch einfach alleine was kochen kann. Oh, es regnet. Oh nee, wir haben ein trockenes Gewitter. Oh, das ist gefährlich. Ja, hier seht ihr, hier fängt schon an zu brennen. Ein trockenes Gewitter ist immer sehr gefährlich. Oh Mann, Feuer ist scheiße. Oh nein. Aber ich hoffe, es bleibt schön klein. Vielleicht sollten wir... Bales macht das, Bales hat die gute Laune. Kann Feuer nicht löschen, nicht Heimatgebiet. Moment. Wir sind mal so gut. Wir werden uns um das Feuer kümmern. No, das war auch ein fetter Blitz. Wo ist er denn eingeschlagen? Ach, verdammt. Genau bei uns, oh mein Gott. Nein, nicht der ganze Mais. Hallo, wir hatten Pläne. Mann. Oh nein. Und das geht, weil hier auch noch ein Stück Gras ist, geht das auch noch auf die Heilpflanzen. Oh Mann. Bales. Wie Gott noch. Okay, es ist nicht seine Schuld. Oh Mann. Oh Mann. Oh verdammt. Ich hoffe, es fängt an zu regnen. Oh nein. Nein. Oh nein. Oh nein. Aber hier sollte es eigentlich nicht drauf, wobei hier sind Blumen. Okay, ach nein, hier ist auch noch Gras. Oh. Hey, Leute, ihr müsst Feuerwehr spielen. Nicht irgendwie jetzt auf die Idee kommen zu essen. Will er mich verarschen? Hallo? Jetzt arbeite! Hey, komm, wir müssen... Oh, der ganze Mais fackelt. Aber oh Mann. Oh Mann. Ja, hallo. Ja, jetzt sagt Bales hallo. Hallo. Moin, Bales. Na, alles klar bei dir? Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay, sowas schweißt auch zusammen. Ja, das stimmt. Komm, Bales, wir halten zusammen. Wir kriegen das schon hin. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ey, nein, ey, nein. Als ich einmal angefangen habe zu zocken, boah, genau, da bin ich auch da. Ey, da ist der ganze Dschungel, da ist einfach komplett alles voll. Also von den ersten 2 Spielen, wo ich versagt habe, die konnte ich nicht hochladen sozusagen. Boah, da ist der ganze Dschungel so richtig dicht mit Wald. Boah, und dann hat's alles gebrannt. Ey, boah, das war so fies. Ah, verdammt. Okay, warte, wir kriegen das nicht gelöscht. Wir müssen gucken, dass wir hier mit den Befehlen, dass wir dann sagen, dass wir hier das ganze Gras abhacken. Hier auch, vorsichtshalber. So, dass es nicht überspringen kann. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Moment, dann machen wir das hier. Ach so, er kann keine Pflanzen machen. Aber das ist gerade ein wenig... Also jetzt kann er wieder Pflanzen machen. Jetzt kann der Bales... Nee, kann er das nicht? Ach, das ist für Waldarbeit. Okay, Moment. Also nicht Feldarbeit, sondern wo ist denn die gute Waldarbeit? Hier ist die Waldarbeit. Okay, alles klar. Wir haben's. Sehr gut.
vielleicht nehmen wir erstmal hier oben das. Und dann vielleicht das hier. Zack. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir kriegen das hin. Wir sollten es gezielt sozusagen hinbekommen. Es sollte kontrolliert abbrennen, genau. So wollte ich das sagen, genau. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Oh, guck mal, wie viel Feuer überall ist. Oh nein. Aber es könnte aber sein, dass sein Tier stirbt und wir dann was Leckköstliches zu essen haben. Das könnte natürlich auch sein. Ist ja wirklich traurig, dass es nicht anfängt zu regnen. Weil wir können uns davor eigentlich nur schützen, indem wir hier... Wie heißt das hier vorne? Alles kahl schlagen. Ja, und später kann man sozusagen hier einen Steinboden hinsetzen. Und dann hat man sozusagen so einen... Oder eine Steinwand. Hauptsache es brennt. Oh nein, es ist ja... Ach, ich dachte, wir wären schon voll sicher. Oh nein. Oh nein, ich habe mich zu früh gefreut. Verdammt. Wieso? Ich hätte nicht reden dürfen. Ich hätte mich mehr fokussieren müssen. Nicht auf den Reis. Warte, der Reis ist klein. Ach, das ist schon übergesprungen. Oh nein. Kann der Mais hier nicht einfach mal endlich abfackeln? Wie lange brennt das denn? Bales, du musst das hier. Das Gras, genau. Nein, nicht die Psychoidblätter. Nein. Okay, Rauchblatt scheint einigermaßen safe zu sein. Nicht der Tee. Hallo. Oh Mann. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. Ey, das hört nicht auf. Das wird immer mehr. Oh nein. Es hört echt nicht auf. Das wird wirklich immer mehr. Warte. Wir haben 4. Wir haben 11. Ne, wir haben 9. Und, okay, doch, wir haben 12. 13. Ja, und jetzt sind hier wieder 3. Jetzt hier 4. Oh nein. Das hört echt nicht auf. Wir kriegen das... Kriegen wir das nicht hin? Wollen die Pflanzen denn... Ach so, die haben einen HP-Balken. Ach so. Ja, die sollten ja bald abgefackelt sein. Und dann sollte... Warte, aber die versuchen wir zu retten. Genau. Genau, genau, genau. Oben, der Meister sollte einfach... Ja, der sollte einfach abfackeln. Auch wenn es ein wenig schade ist. Ah, okay. Jetzt scheinen wir es zu schaffen. Warte, hier vielleicht das kleine Feuer. Ah, okay. Okay, okay. Oh, Mann. Oh Mann, ist das fies. Und hier, guck mal, wie groß das Feuer ist. Wir müssen hier auf jeden Fall vorne kahl schlagen. Ja, das wird sonst nichts. Moment. Halt, wir werden erstmal die Befehle, die wir hier haben, wegmachen. Und dann müssen die hier alles wegschlagen. Warte, wir machen Pflanzen entfernen. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja, so sollte auf jeden Fall eigentlich... So sollte eigentlich aus... Komm, wir machen so. Wobei das... Egal, wir machen das. Und dann sagen wir, dass die Waldarbeit eine heilige Mission ist. Selbstverständlich. Die Feuerwehr lassen wir auf 2. Das auf einigen machen wir auch so. So, jetzt sollten sie doch... Was tun sie? Was haben sie vor? Löscht... Ach so, ach, weil... Warte, Moment, das ist Heimatgebiet. Jetzt müssen wir wieder... deplatzieren, dann sollte das auch schon aufhören. Okay, nicht von alleine. Moment. Was tun sie jetzt? Konsumiere eine Mahlzeit. Spielt Hufeisen werfen. Hm. Ja Mann, Leute, ihr müsst arbeiten. Moment, Moment, Moment. Zeitplan, genau. Also, sie dürfen alles. Nein, nein, wir zwingen sie, dass sie jetzt erstmal arbeiten. Auch wenn sie vielleicht schlechte Laune bekommen, ist aber egal, ist besser als tot zu sein. So, dann nochmal in den Kampfmodus und wieder zurück. Was macht Bales? Will der nicht hören? Komm, was ist mit Bales los? Ja, okay, vielleicht ist er am Verhungern. Ja, okay, okay. Bevor Bales wieder ausrastet. Obwohl, wir haben eigentlich eher schlechte Laune. Ja, unsere Bedürfnisse konnten wir uns... Ja, wir sind immer noch nackt, es ist heiß. Leichter Entspannungsmangel, genau. Das soziale Entspannen fiel aus. Oh Mann, kein Hufeisen, kein soziales Entspannen. Hm. Kochen konnte ich auch noch nicht. Ich habe schon seit Tagen kein Eichhörnchenfleisch mehr gegessen, glaube ich, zumindest. Obwohl wir, glaube ich, doch vor kurzem Eichhörnchenfleisch hatten. Hm. Bales kommt mal auch endlich, die faule Socke. Mann, er muss erstmal was essen. Okay, er ist aber auch ein Meister. Er kann nicht arbeiten. Hallo, will er, dass wir hier sterben? Sieht er das nicht? Oh Mann, oh nein.
Die Tiere, die werden auch krepieren, höchstwahrscheinlich. Oh Mann, es sah so schön aus. Es sah wirklich gut aus. Oh Mann. Aber das ist, bei dem Spiel ist das so üblich. Es passiert immer irgendwas. Und wir haben echt Pech, dass es nicht am Regnen ist. Weil ab und zu hat man Glück, dass wenn so ein trockenes Gewitter kommt, dass das dann in ein regnerisches umwechselt. Aber wir sollten hier eigentlich safe sein. Wir haben hier schon hier die Ecke schon ganz gut kahl geschlagen. Hier kommt da ja nichts rüber. Vielleicht machen wir hier oben auch nochmal so gerade. Hier oben brennt ja nichts. Ja, okay. Aber ich glaube, das kommt hier nicht rüber. Das würde mich auf jeden Fall wundern. Und sonst im Notfall würden wir hier einmal kurz kahl schlagen. Dann sind die Tiere hier auch sicher. Aber keine Sorge, es wächst auch alles sehr schnell wieder nach. Ach, hier ist... ach so, hier ist Stahl. Okay. Ist auch ein wenig traurig, dass der Wald brennt. Oder das Eichhörnchen ist in seiner dämonischen Natur. Es ist bestimmt schuld daran, dass alles hier am Brennen ist. Es freut sich. Ja, es führt den Eichhörnchen miesigen... Noch egal, egal. Nein, das sage ich nicht. Nein, ist egal. Ach, Belz und ich, wir verstehen uns wieder. Verstehen wir uns besser? War 26, okay. Er mag uns. Haben wir ihn denn auch mal beleidigt? Ah, wir haben ihn verachtet. Ja, dafür, dass er uns beleidigt hat. Natürlich haben wir ihn dafür verachtet. Ich meine, sonst checkt das ja auch nicht. Selbstverständlich. Okay, er ist mit uns seiner Meinung. Okay, wir sind befreundet. Okay, alles klar. Naja, das mit dem hat mich beleidigt. Das geht aber nicht weg. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, und ist unten nach unten. Okay, aber hier kommt ja nichts zu uns hoch. Wir sehen, ist schon ein totes Tier? Nein. Okay, kein totes Tier. Hier, das wird wohl auch sicher sein. Hier kommt auch nichts darüber. Ja, das sollte eigentlich gut passen. Ich finde aber schon, dass wir die Basis so bauen sollten, dass wir hier zumachen. Irgendwo hier so. Und dann können wir hier die Felder später komplett nur machen. Unsere Felder, wir benötigen auch ziemlich viele für später. Und dann können wir hier in der Mitte eigentlich so ein Lager machen für die Ernte. Weil später muss man echt eine Menge abernten. Und auch recht schnell und zeitig, weil sonst liegt das auch zu lange draußen. Und dann ist es immer gut, wenn man hier so ein Zwischenlager in der Nähe der Felder hat und dann das später von dem Lager irgendwie hier dann in die Basis rüber schleppen lässt. Außer man hat übertrieben viele Tiere, die das ja problemlos hinbekommen. Naja, naja, aber gut, das hat hier schon mal gut geklappt. Wir sollten hier auch nochmal quer hochschlagen. Ja. Denke, das müssen sie heute auch noch tun. Moment. Wir nehmen... Wer von hier fangen wir an? Genau. Machen wir das so. Zack. Und gucken, was will er tun? Er will es entfernen. Und was tut er? Er will das Holz tragen. Haben wir das denn so hoch priorisiert? Dass er es unbedingt sofort tun muss? Okay, okay. Jetzt entfernt er auch das Gras sehr gut. Achso, das ist aber auch voll. Ja, wir lassen das mal einfach so, wie es ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal gucken, wie weit ist der Reis? Ist auch schon fast fertig. Kartoffeln benötigen noch ein wenig. Ach, oh, ich wollte gerade sagen, hier brennt ja noch was. Okay, alles klar. Okay. Ja, das hier sieht absolut safe aus. Das sieht wirklich gut aus hier. Ist das fruchtbare Erde oder was ist das? Ah nein, es ist Schlamm hier am Wasser. Okay. Ach so. Cool. Dann sind die Gegner hier auch langsamer. Aber wir auch. Hm. Ja, hier ist auch dieser komische Pilz. Der macht ja langsamer. Also der slowt die Gegner. Ich bin mir nicht sicher, ob man den vielleicht auch
züchten kann eventuell. Das wäre schon ziemlich cool. Na, okay, warte. Sie wollen sich einfach schlafen legen. Das ist überhaupt nicht an. Oh Mann. Die werden so schlechte Laune haben. Aber wobei, sie haben eigentlich ganz gute Laune bisher. Ich glaube, sie müssen für den Wald. Für den Wald, für die Tiere. Wir arbeiten so lange durch, bis wir es geschafft haben. Bells natürlich. Ach, ich wollte schon sagen. Wir können uns ja hier nicht einfach alleine den Wald retten. Selbstverständlich muss er uns helfen. Natürlich. Oh mein Gott, hier ist übertrieben viel Feuer. Aber im Vergleich zum Dschungel, weil wirklich, da ist jedes Ding hier voll mit Holz, voll mit Bäumen. Und das breitet sich so übertrieben schnell aus. Ich habe jetzt eine Karte gewählt, glaube ich, die mittelgroß ist. Aber man kann auch die Karte, ich meine so, die wird, man kann sie auch so einstellen, dass sie locker doppelt so groß nochmal ist. Also die ist dann schon doch ziemlich mächtig. Sehr gut, noch jedes Bäumchen. Dann sollte das hier alles sicher sein. Hm. Okay, nicht, dass das von hier auf das Holz rüberspringt und dann hier so... Ja, das Holz sollten wir vielleicht... Ja, wir sollten das Holz eventuell noch hier zu uns hinbringen. Ja, vielleicht tun wir das Holz hier einfach hier rein. Wir werden es ja vielleicht auch benötigen. Dann sagen wir einfach, dass hier die Priorität einfach bevorzugt ist. Dann sagen wir den... Moment, die Waldarbeit sollen sie mal sein lassen. Dann wird jetzt fleißig transportiert, genau. Ja, ist eine gute Idee. Entfernt Gras. Nein. Jetzt trägt er das Holz. Wo ist Bales? Ah, Bales ist hier oben. Okay, gut. Er hackt den letzten Baum ab. Das ist in Ordnung. Ja, aber kein totes Tier. Was ist das? Ein Granitbrocken, okay. Ja, hier sehen wir ein wenig Steinboden. Hm. Ach, die Wand ist am Brennen, oder was? Die ist so aus Stahl. Wie soll die denn brennen? Verliert die echt HP? Tatsache. Wand aus Stahl, ist die nicht feuersicher? Hm, interessant, okay. Entflammbarkeit 40%. Ach, Lava. Okay, das ist echt schade. Sieh mal, ich hatte nicht gedacht, dass die Steine, dass die Wände aus Stahl gemacht sind. Und wie schaut es hier aus? Die sind nicht entflammbar. Okay, aus Granit sind nicht entflammbar. Also Stahl scheint zu schmelzen. Würde ich mal behaupten. Was tun die beiden? Okay. Und Bales. Er tut... Wisst ihr eigentlich, wie viel ist Bales eigentlich am Essen? Kann ja nicht wahr sein. Ach. Moment. Das sollte aber auch nicht so tun. Moment. Bevorzugt beides. Ach ja, und genau. Hier darf auch nur... Okay, wir hätten es, glaube ich, gar nicht bevorzugen müssen. Wir sagen, hier darf nur Holz hin. Zack, zack, so. Bales ist ja auch mal fertig. Moment, nein, er soll lieber hier dieses Holz nehmen. Das kann eigentlich hier ruhig liegen bleiben. Das ist nicht so dramatisch. Hm. Aber es ist schön warm geworden. Sieht auch sehr schön aus. Hier ist schon die Natur sich wieder am Erholen. Es geht auch sehr schnell nach so einem Brand. Ist gar nicht so dramatisch. Ja. Hier sehen wir schon, der Wald ist sicher mit Regenerieren, selbstverständlich. Natürlich. Hier haben wir auch ein wenig Blut. Das wird auch ein sehr guter Dünger sein. Ach so, ah, ich dachte mir immer, wo kommt denn das Geräusch her? Das sind hier die Mauern, die kaputt gehen. Es ist sehr schade, dass das Stahl ist. Aber wie gesagt, ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das hätten wir leicht abbauen können. Das wäre auf jeden Fall schneller gegangen wie hier. Aber gut. Okay, wir wollen uns nicht beschweren.
Ah, ich denke, die beiden, die können sich gleich erstmal schön ausschlafen. Vielleicht er ist schon wieder so schlecht gelaunt. Okay, ich würde sagen, nein, der Belt sollte das noch schleppen. Und dann ist auch gut, genau. Was sagt die Uhr? Wir haben 5 Uhr morgens. Oh, wir werden den ganzen Tag einfach nur schlafen. Ich denke, das haben sie sich verdient. Ja, die können bis 2 Uhr schlafen, genau. Belz muss noch ein wenig laufen, ist okay. Er hat ja auch 2-mal Pause gemacht, währenddessen es gebrannt hat. Er hat 2-mal was gegessen. Es geht echt nicht in meinen Kopf. Oh Mann. Er entspannt sich da irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Nüsse am Essen, guckt sich das Ganze an. Oh, sieht eigentlich auch ganz schön aus. Mann, Belz, okay. Okay, ach, die Hütte ist hier immer noch kaputt. Ja gut, wir konnten auch den Plan überhaupt nicht ausführen. Meinen wunderschönen Plan. Aber ein wenig Heugras ist schon mal hier. Ach, 22 kommt dabei rum. Ja, das ist doch ganz gut. Aber wir sollten das auf jeden Fall auch bald noch machen. Außer es kommt von oben. Ah, okay, das ist schon aus. Sehr gut. Schön, das ist hier nicht drüber gekommen, weil hier ist der Boden aus Stein. Okay. Ich glaube, das ist auch Kalkstein. Sehr schön. Was haben wir hier? Haben wir Sandstein? Mal sehen, ob wir uns schwarzen Boden machen aus dem Granit oder ob wir vielleicht weißen Boden machen. Aber vielleicht haben wir auch gar nicht so viel Kalkstein. Ich sehe nur, hier oben haben wir welchen. Hier ist auch noch Kalkstein. Also Sandstein haben wir, glaube ich, am meisten. Ja, und Granit wohl auch. Ja, Kalkstein ist ein wenig... Ah, nee, hier ist ja... Ach, hier ist alles aus Kalkstein, glaube ich. Okay. Ja, nee, wir haben genug von den Gesteinen. Cool. Ja, können wir uns überlegen, wie wir die Böden oder ob wir die Wände vielleicht machen, wer weiß. Das wäre eigentlich, denke ich, ganz gut. Mal sehen, das überlegen wir doch alles. Ich hoffe, das passt hier. Ich hoffe, das hat geklappt. Hier, dass wir einigermaßen sicher sind. Aber die Ratte, sie wird leicht angeröstet. Oh Mann. Okay, komm, ich lasse ein bisschen schneller laufen. Dann schaffen wir auch den Tag. Na, hier ist auch Boden. Was ist das hier für eine Wand? Das ist eine Kalksteinwand, okay. Und das hier? Ah, ist eine Stahlwand, okay. Und hier sind auch wieder Sarkophage. Ja, hier könnte ja vielleicht... Könnte hier was sein. Ab und zu gibt es auch so Gebäude, die man entdecken kann. Also, dann findet man da ab und zu mal was. Oh mein Gott, die kommen genau, wenn Feuer ist. Mal sehen... Ist das der Axado-Stamm oder was sind das für Leute? Sklavenhändler von Nordwest-Butin. Ah, okay. Ein Sklavenhändler der Fraktion Nordwest-Butin oder Button nähert sich mit seiner Eskorte. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Ja, ich denke, wir lassen den guten Fitz und Bee und Fur skittisch. Oh mein Gott. Liara, Master und die anderen in Ruhe. Oh mein Gott. Was war das? Ist das Löschschaum? Wie cool ist das denn? Aber die haben sich alle voll besudelt mit der Scheiße. Okay, cool. Keine Ahnung, was das ist. Beschädigte Kleidung. Meine Kleidung hat ziemlich große Löcher. Okay. Er hat zumindest Kleidung. Die sollen sich nicht beschweren. Hallo? Oh, was ist das für ein Tier? Oh, ein Puma. Ah, hier können wir dann Sklaven kaufen bei denen. Oh, das ist auch sehr interessant. Wir können uns ja entscheiden, ob wir dann... Haben die nicht nochmal so einen Schaum? Oh, wieso ist sie verletzt? Sie müsste dann bestimmt günstig sein. Ist sie denn gut? Oh, sie kann mit Tieren sehr gut umgehen. Sie ist auch nackt. Oh, sie ist auch nackt. Oh, das ist mir sehr sympathisch. Sie heilt sich selber anscheinend. Sie hat leichte Schmerzen. Ach so, sie hat Verbrennungen bekommen. Okay, alles klar. Aber sie kann echt gut mit Tieren umgehen. Und sie hat Intellekt mit dem Feuer. Also sie wäre eigentlich ein sehr guter... Sehr gut, wenn sie bei uns wäre. Vielleicht ist sie ja eine der Sklaven. Ich meine, weil sie nackt ist, könnte das schon ganz gut sein. Belz hat den höchsten Sozialskill. Das heißt, er kann am besten handeln.
Und ja, komm, wir hauen mal hier den Typen an. Genau, den guten Bee, es scheint der Boss zu sein. Dann gucken wir nochmal auf Xozzle. Auch wenn der Name komisch ist. Vielleicht nennen wir sie auch einfach. Ich weiß nicht, wie wir sie. Xozzle ist ein komischer Name. Sie kostet 1200. Hallo, sie hat Verbrennung, sie ist nackt. Da würde ich lieber einnehmen mit Kleidung. Oh Mann, sind die teuer. Okay, sie ist tatsächlich. Doch, sie ist günstiger. Okay. Ah, sie haben auch chemische Drogen. Die können wir aber nicht holen. Das ist nicht gut. Wir haben Bells bei uns. Und er wird auf jeden Fall damit nicht klarkommen. Und uns irgendwann attackieren, wenn uns das Yayo oder das Flake ausgeht. Deswegen können wir uns leider nicht den Spaß erlauben. Obwohl ich ja doch ganz gerne für unseren Charakter wollen würde, wenn wir nur eins holen. Aber sie wollen nichts von uns haben. Sie wollen überhaupt nichts haben von uns. Okay, das ist schon sehr traurig. Ja, das ist wirklich sehr traurig. Schade. Sie wissen unsere Güte einfach nicht zu schätzen. Das ist wirklich traurig. Vielleicht schnappt das Feuer sie. Okay, das wäre schon cool, wenn das Feuer sie tötet eigentlich. Das wäre echt cool, ganz ehrlich gesagt. Weil dann könnten wir das ganze Zeug von denen klauen. Könnten sie befreien. Können wir ihr helfen? Nee, wir können nichts machen. Okay, schade. Okay, das mit dem Transport lassen wir wieder sein. Warte, das machen wir auf 2. Reinigen machen wir wieder auf 1. Was hatten wir noch? Waldarbeit, das ist wieder auf normal. Feldarbeit passt alles. Sieht eigentlich ganz gut aus. Mal sehen. Die beiden wollen noch schlafen. Okay, wir haben aber schon 14 Uhr. Vielleicht machen wir den Zeitplan noch ein bisschen. Ach, ups, Moment. Schlafen haben wir schon ausgewählt. Da sollen sie mal schlafen. Oh, der Schlafrhythmus wird absolut durcheinander sein. Oh, wie lange das hier am Fackeln ist. Will das nicht mal aufhören zu fackeln? Hallo? Oh Mann. Ja, wir könnten jetzt auch hier einfach so einen Zaun ziehen. Also wir können, genau, Moment. Wir sehen die Strukturen, also hier hinter der Linie können wir nicht bauen. Aber hier an der Linie können wir bauen. Wenn wir jetzt hier einen Zaun hinsetzen, dann haben wir die Viecher schon mal eigentlich recht safe bei uns. Ja, vielleicht sollten wir... Ja, okay, wir haben aber eigentlich keine... Wir müssen ein paar Sachen noch hier machen. Wir brauchen was zu essen. Haben wir die Aufgabe pausiert? Nee, okay. Da müssen wir auf jeden Fall ernten. Ja. Wir ernten auf jeden Fall erstmal, glaube ich. Oh nee, der ist noch nicht ganz fertig. Ja gut, ob dieser neu gepflanzte Mais, ob der wirklich fertig wird. Na, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube es ja ganz ehrlich gesagt nicht. Genau, das habe ich hier in der Rückschau, habe ich das gesehen, dass bei ihm die gute Medizin ausgesucht ist. Es geht nicht. Wir wollen die gute Medizin sparen für einen Notfall. Also die gute Medizin ist zum Beispiel wichtig, wenn wir ein Bein amputieren wollen. Dann ist es schon ganz gut, wenn wir die Medizin zum Beispiel haben. Dann hat er schon so seine Vorteile. Oh, ist sehr gut. Wir haben anscheinend doch ein paar Pflanzen, die schon fertig sind. Das ist aber dennoch ein wenig Reis. Wir sollten gucken, dass wir ein paar Eichhörnchen wieder finden. Wir haben eigentlich auch doch hier einen Auftrag aufgegeben. Mit den Klamotten. Sind wir immer noch nicht zugekommen. Oh, er ist das Rohr am Futtern. Wie kommt das? Oh mein Gott, was ist hier los? Ach, das war schon wieder. Ach, schon wieder. Oh mein Gott. Warte. Und dieser Schaum, bleibt der hier wohl auch für immer und ewig? Oder ich denke, das ist Löschschaum. Also gehe ich mal von aus. Oh mein Gott, ich hoffe, es ist nicht schon wieder bei uns. Sehr gut, jetzt ist er aber am Kochen. Okay, vielleicht wollte er das Rohr essen, weil er voll Hunger hatte. Könnte sein. Naja, Bales ist jetzt mal das Feld am Putzen. Ist auch alles über... Okay, das ist wohl die ganze Asche. Der Schweiß und unser Blut. Oh Mann. Es hört einfach nicht auf. Und jetzt gleich... Okay, hier gibt es ja nichts mehr zum Brennen. So wirklich. Hier ist es sich schon weiter renaturieren. Was macht Bales? Bales futtert natürlich sofort das gute Essen. Bin ja schon ein wenig sauer auf ihn.
Ja, okay, okay. Wir verstehen uns aber immer besser mit ihm, okay. Schade. Ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn wir böse zu ihm sein könnten. Da haben wir das Bauen überhaupt noch? Ja. Was hat er denn vor? Achso, er will sich weiter ums Essen kümmern. Alles klar. Das ist auch sehr wichtig. Ja, die Kartoffeln sollten auch. Oh nee, die dauern noch voll. Okay, die brauchen noch ihre Zeit. Das braucht auch noch seine Zeit. Aber zum Glück, muss ich ja sagen, haben die Psychoidpflanzen keinen Schaden genommen. Ja. Aber ich meine, eine Pflanze hat eigentlich gefackelt. Ach, diese hier. Ach, und die auch. Okay, zwei Stück. Ja, aber da sind wir nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Also alles in Ordnung. Sehr gut. Was hat er vor? Ach so, er will hier weitermachen. Das ist in Ordnung. Das freut mich sehr. Belz, der sollte sich auf jeden Fall entfernt gerollen. Genau, er sollte aufhören zu putzen. Er sollte, Moment, hier oben putzt er. Moment, ist hier oben Heimatzone? Ach so. Ja, das ist nicht wichtig. Das kann er sein lassen. Irgendwo kann man einstellen, dass man beim Bauen immer automatisch... Da hier genau, da ist er jetzt immer, hat er das automatisch erweitert. Jetzt machen wir das mal aus. Und wenn wir was bauen, dann setzen wir einfach manuell die Heimatzone. Wisst ihr ja, da ist er am Putzen, da ist er Feuer am Löschen. Und ich glaube, das war's auch. Wie ist das denn hier auf die Seite gekommen? Müssen wir hier auch nochmal kahl schlagen, eventuell dazwischen? Ja, ich denke schon. Wir machen das mal sicherheitshalber. Entfernen wir auf dieser Seite die Pflanzen, das sieht nach ein bisschen weniger aus. Ich dachte, Belz will tragen. Belz kann das ja eigentlich machen. Dann kann er... Warte, das war die gute Waldarbeit. Ja, dann soll er das tun. Auch die anderen lassen wir mal einfach auf 2. Egal, soll er erstmal das Holz wegbringen. Ich denke, das passt vom Timing. Ich nehme auch erstmal einen schönen Schluck aus der Tasse Kaffee. Aus der Tasse Kaffee, aus der Kaffeetasse. Es ist aber auch schon sehr spät. Wir haben mitten in der Nacht oder früh am Morgen, wie auch immer man es definieren möchte. Ja, er ist auch schon wieder kalt. Egal, er ist trotzdem sehr köstlich. Was ist hier los? Krötes Lager mit Vorräten. Was ist denn Kröte? Kröte, Häuptling der Fraktion, das Axado-Volk. Ach so, die kennen wir ja schon. Es war Alligator, Frau Alligator, genau. Hat uns informiert, dass wertvolle Waren im Gesamtwert von $600 in unserer Nähe gelagert werden. Die Sammlung besteht aus Beruhigung Impulsgeber. Sag ich mal, okay. Kröte sagt, dass dort eine unbekannte Bedrohung lauern könnte. Was macht der? Ein einmalig verwendbarer Breitwellenpsychoeffektor, der übersinnliche Impulse induziert. Ach so, okay. Selbstgefällige Wahrnehmungsverzerrung im Verstand aller Menschen auf der Karte und verleiht ihnen so einen vorübergehenden Stimmungsschub. Klicke für mehr Informationen. Okay, alles klar. Ich bin am Überlegen, wo war das hier? Haben wir sozusagen die Quest? Genau. Wenn wir die machen wollen würden, ich meine, die wäre sozusagen hier. Da haben wir die Quest sozusagen. Da müssten wir dann sozusagen hier drüber laufen. Das dauert ein paar Tage. Und man muss sozusagen Verpflegung mitnehmen. Das machen wir nicht. Also wir haben, weil hier können auch Banditen oder sonst was sein. Deswegen lassen wir das mal gut sein. Aber schön, haben wir doch mal unseren ersten Auftrag bekommen. Ich habe auch noch nie sowas gemacht. Ich habe es nur bei anderen Let's Playern gesehen. Dass sie es gemacht haben, ich selber habe es... Nee, ich habe noch nie so eine Quest erledigt. Vielleicht werden wir das ja mal angehen. Aber, naja, wir benötigen da auf jeden Fall zumindest ein wenig Kleidung. Zumindest das. Ich glaube, hier inzwischen müssen wir aber auch dann gleich wieder abhacken. Nur mal so sicherheitshalber. Zack. Hier so ungefähr.
Gott, hier oben fackelt nichts. Es ist aber echt fies. Ich hoffe, das passiert nicht allzu häufig. Weil jetzt werden auch die Tiere ein Problem haben. Also, ja okay, oder das reicht vielleicht für die aus. Mal sehen. Wir sind ja auch noch, wir kümmern uns ja auch nur um die Tiere. Und wir bekommen auch schön unseren Skill hoch. Wir sind schon auf Level 12, das ist schon echt gut. Wir sind ein Experte. Oh ja, wir kennen uns sehr gut mit Pflanzen aus. Okay, das Feld hat er schon, nee, was hat er vor? Konsumiert. Ach so, er will essen, deswegen. Ach, guck mal, er ist so produktiv. Er ist super. Er ist effizient. Das ist das richtige Wort. Moin, Bels. Oh, er grüßt zurück. Ich denke, das Hufeisen, es hat gewirkt damals. Vielleicht hat er uns auch deshalb beleidigt. Könnte sein. Oh, was tut sie? Ach so, sie ist hier am Essen. Alles in Ordnung. Ja, sie ist auch eine der Sklaven. Ja. Ach, jetzt sind sie alle bei uns. Eigentlich, aber die haben so fette Waffen. Ihr seht, sie sind sehr gut ausgerüstet. Naja, ja okay, wir können ihnen nicht helfen. Schade. Schade, schade, schade. Okay, aber wir dürfen kein Mitleid haben. Okay, wir dürfen schon Mitleid haben, aber ja, wir können nichts tun. Verdammt. Es ist besser, wenn wir keins haben. Oder das Feuerholz. Ach, egal, dann ist das jetzt Feuerholz. Das Risiko eines schweren Zusammenbruchs. Was haben wir denn? Ach so, ach. Tatsache, wir sind hier die ganze Zeit nur mit Arbeiten beschäftigt. Moment, wir sagen, er soll alles tun. Und dann sagen wir ihm vielleicht... Was hat er vor? Baut Gebiet an. Ach so, er will arbeiten. Will er sich nicht entspannen? Egal, er wird das schon selber entscheiden können, was das Richtige ist. Auch wenn ich ein wenig Angst habe, dass er durchdreht während des Feuers. Es wäre mir ein wenig unangenehm, wenn er das tun würde. Warte, haben wir das denn priorisiert vielleicht für ihn? Ja, wir haben die Feldarbeit auf 2. Okay. Vielleicht macht er das deswegen, aber eigentlich... Naja, er wird hier eben kurz das Feld machen. Es sollte ihm eigentlich auch Spaß machen. Hey, denen geht's nicht gut. Ja. Es hat sie sehr, sehr Entspannungsmangel. Ach so. Beide wollen sich chemisches Verhungern. Ach so. Ach, er hat auch schlechte Laune. Ach so, ich dachte, er bekommt erst schlechte Laune, wenn er auf Entzug ist. Aber dass er schon so allgemein schlechte Laune hat, weil er keine Chemie... Ja, Intus hat, das ist schon hart. Das ist schon sehr, sehr hart. Also, auch ein wenig traurig. Hm. Naja, mal sehen, mal sehen. Mal sehen, was, wie das noch wird. Es könnte ja auch sein, dass wir ein wenig von dem anderen Zeug herstellen wollen, weil wir das ja eigentlich auch an solche Leute verkaufen könnten. Für das Gute, um die Menschen zu befreien. Das wäre natürlich dann in Ordnung, selbstverständlich. Wir haben es uns wieder erfolgreich schön geredet. Wir tun es für das Gute. Ist eigentlich eine gute Idee. Wir können so ein kleines Labor machen. Nach außen hin sagen wir, wir tun das nur, um Sklaven freizukaufen. Aber in Wirklichkeit verwenden wir nur 2% des Geldes dafür. Selbstverständlich. Der Rest geht leider weg durch die Umkosten, weil wir haben sehr hohe Beratungskosten. Ja, so verschieben wir am liebsten unser Geld. Das ist ganz gut. Ich habe ja schon mal davon erzählt, dass ich Kapitalist bin, natürlich. Beziehungsweise waren wir es, aber wir sind es im Herzen immer noch. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Okay, cool, cool. Ich würde sagen, das passt doch so. Halt, aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn er das noch wegmacht. Dann fühle ich mich sicher. Okay, jetzt fühle ich mich sicher. Ja, ich hoffe doch, das passt. Ja, Mann, es sah hier so schön vorher aus. Guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Boah. Ey, wirklich. Mann. Was für ein Sommer. Ja, ich denke, hier kommt es aber auch nicht rüber. Nee. Er sollte das hier jetzt ja bald endlich mal aus sein. Ich hoffe ja nicht, dass es hier irgendwie... Ja, okay, aber es sollte eigentlich hier aufhören.
Hier sollte es eigentlich aufhören, irgendwo um den Dreh. Sollte eigentlich sicher sein. Alles ist bei uns aus Holz. Verdammt. Oh Mann. Anscheinend sind diese Steine, bin mir jetzt nicht sicher, aber die scheinen aber auch Feuer fernzuhalten, habe ich so das Gefühl. Vielleicht sollten wir uns so Steine hier hinlegen. Also wir können diese Steine ja sozusagen in eine Zone machen, so wie hier, in so eine Lagerzone. Dann ziehen wir die einfach länglich, so dass er die einmal da hinlegt und dann können wir die Zone auch wieder wegmachen. Und dann liegen die Steine da, wo sie liegen sozusagen. Das wäre eine Idee. Aber naja, wir warten erstmal ab, bis das abgefackelt ist. So wäre echt eine gute Idee, stimmt. Ja, das sollten wir auch tun, aber das werden wir erstmal... Vielleicht machen wir das im Winter oder so. Mal sehen, weil im Winter haben wir eigentlich auch ein bisschen mehr Zeit. Aber das sieht eigentlich schlecht aus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir genug Reserven für den Winter schaffen. Es könnte schwer werden. Wir haben den Mais nicht mehr. Wir müssen hier zu Hause ein wenig mehr anbauen. Genau, wir sagen, dass wir das Dach abreißen. Das kommt weg. Dann die werden wir auch abreißen. Genau, dann machen wir vielleicht das Hufeisen. Das versetzen wir. Wir versetzen es mal nach hier hin. Aber wobei, ich habe eigentlich Belz von da sehr gut ärgern können, weil wir in der Nähe der Tür sind. Ja, okay, das Hufeisen soll da bleiben. Wenn er mal hier langläuft, morgen muffelmäßig. Wobei, nein, komm, wir versetzen es. Wir tun es nach hier hin. Hier hätten wir auch noch eine potenzielle Chance, ihn zu treffen, wenn er hier langläuft. Und nicht grüßt. Sollte eigentlich passen. Das finde ich eigentlich auch total lustig, dass wir hier genau am Schlachtplatz das Kreuz haben. Ja. Ich denke, es ist auch bald wieder Zeit, ein dämonisches Eichhörnchen zu finden und es unserem Gott zu opfern. Selbstverständlich. Natürlich. Vielleicht nageln wir es auch an das Kreuz. Oh Mann. Okay, nein, das ist aber auch irgendwie fies. Aber es wird cool aussehen. Das wäre schon cool. Oh Mann. Das arme Eichhörnchen. Oh Mann, oh Mann. Okay, die zwei pennen. Wir checken aber auch mal aus, von denen die Stats mal eben. Okay, er ist schon wach. Ich denke immer jetzt, wenn ich das Feuer hier sehe, dass es am Fackeln ist hier. Ich erschrecke mich immer ein bisschen. Okay, Belz will hier nochmal auf Nummer sicher gehen. Alles in Ordnung. Ja, sehr gut. Schön. Schön. Wir haben überlebt. Die Tiere haben auch überlebt. Mal sehen, ob das... Ich denke, es ist genug Nahrung für die Tiere. Das sollte eigentlich passen. Ist da vorne irgendwas... Ah, nee, das sind Steine. Okay. Ich dachte, das wären irgendwelche anderen Teile. Ach so, die sind jetzt am Tragen. Okay. Alles gut. Ey, cool. Dann können wir eigentlich auch schon bald mit dem... Ja, dann können wir endlich mal hier weiterbauen. Aber das ist jetzt ein bisschen schade. Wir sind nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich gehofft habe, dass wir hier... die Zimmer schon mal von uns fertig haben und uns überlegen, wie wir die Küche bauen und wie wir hier weiterbauen. Aber egal. Leute, macht euch keine Sorgen. Wir werden das in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken und wünsche euch einen entspannten Tag. Also dann haut rein und macht's gut. Ciao.